Wechsel unterwegs. Jetzt geht's zum ersten Wechsel. Johannes Wiesner für Sindelfingen 1. Auch der zweite Wechsel hat gut funktioniert. Patrick Weigele, Fabian Netzler, Dennis Almas. Und jetzt geht's schon auf die letzten 100 Meter. Die DLV-Jungs vorne mit Simon Schütz. Schlussläufer für Sindelfingen 1, Sebastian Neumann und Luis Hein für Sindelfingen 2.